Das folgende Video wird Ihnen präsentiert von Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal. Der Nahostkonflikt oder auch der Gaza-Israel-Konflikt oder jetzt auch der Iran-Israel-Konflikt. Ein Thema geht durch die Gesellschaft, ein Thema bewegt uns alle. Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir dieses Thema jemals thematisieren wollen. Haben wir eigentlich den Mut dazu, uns kritisch zu einem Thema zu äußern, was in Deutschland gar nicht kritisch beachtet oder auch kritisch begutachtet werden darf? Deutschland hat eine Bürde seit den 30ern, also seit dem Zweiten Weltkrieg, auf sich genommen. Und hier in diesem Land ist es grundsätzlich sehr, sehr schwierig, sich mit einem Thema wie den Nahen Ostkonflikt nicht nur rational auseinanderzusetzen, sondern auch emotional eine bestimmte Entfernung zu haben, ja, eine bestimmte Distanz zu haben. Und das macht die Sache schwierig. Ich meine, ich mache seit 20 Jahren Fernsehen. Seit 20 Jahren bewege ich mich in der Medienlandschaft in Deutschland. Und ich merke doch immer wieder, wie schwer es ist, als Medienschaffender sich zu diesem Thema zu äußern. Kritisiere ich Israel, ist es leider in diesem Land sehr einfach, in dieser Schublade Antisemit zu landen. Bin ich vielleicht für die Palästinenser, bin ich für die Völker, die vielleicht wirklich Schwierigkeiten haben, ihre Eigenständigkeit aufzubauen, dann ist es auch sehr einfach zu sagen, ey, unterstützt du etwa Terroristen? Nur weil ich Menschen unterstützen möchte, nur weil ich Menschen hier eine Plattform geben möchte, heißt es weder, dass ich Terroristen unterstütze, noch heiße ich es gut, dass eine Regierung etwas macht, was in meinen Augen viel zu weit geht. Und das macht die Arbeit für einen Journalisten, das macht die Arbeit für einen Medienschaffenden wie mich und das macht die Arbeit natürlich für unsere Crew, für unsere Redaktion nicht einfach. Ich meine, wir haben 3 Monate darüber nachgedacht, ob wir überhaupt dieses Thema angehen wollen. Wir möchten einem Imam einfach die Möglichkeit geben, seine Position klarzumachen. Ein Imam, der vielleicht bei anderen Medien, bei unterschiedlichen TV-Anstalten gar nicht die Möglichkeit bekommen hätte, sich so zu äußern, wie er es bei uns getan hat. Einem Rabbi einfach mal eine Plattform geben, unvoreingenommen, unzensiert. Wir möchten weder die eine noch die andere Seite pushen. Wir möchten die eine oder die andere Seite nicht kritisieren. Und das ist für uns das Wichtigste gewesen, euch das Ganze näher zu bringen. Toleranz und Respekt ist gar nicht so schwer. Miteinander klarzukommen ist noch weniger schwer. Wichtiger ist es, sich auf Augenhöhe zu treffen, zu begegnen und sich auszutauschen. Auch mal kritisch miteinander zu diskutieren. Es gibt keine gute oder schlechte Religion. Es gibt keine gute oder schlechte Nation. Und für mich gibt es auch keine gute oder schlechte Ethnie. Es gibt nur gute und schlechte Menschen. Terrororganisationen sind Existenz, auch wenn wir sie kritisieren. Wenn ich die Menschen in Palästina, wenn ich die Menschen im Westjordanland, wenn ich die Menschen im Iran, wenn ich die Menschen in Syrien, wenn ich die Menschen in Afrika unterstütze, weil es ihnen nicht gut geht, heißt das nicht, dass ich die eine oder andere Terrororganisation unterstütze. Aber wenn ich sage, dass die israelische Armee für mich einen Schritt zu weit geht, bin ich doch kein Antisemit. Ich meine, wir dürfen doch kritisieren. Ich kritisiere beide Seiten. Apropos Antisemit, ein wichtiges Wort, was leider in den letzten 200 Jahren die Geschichte geprägt hat. Das Wort Antisemitismus ist ein Begriff, was leider in den letzten Jahren und vor allem durch die Nazizeit in den 1930ern auch die Wortschöpfung in Deutschland oder auch auf der Welt beeinflusst hat. Das Wort an sich gibt es erst seit ungefähr 1880 und damit sind eigentlich die semitischen Sprachen gemeint. Dazu gehört auch die arabische Sprache, also im Ursprung, bevor es politisch wurde, ist eigentlich antisemitisch bezogen auf semitische Sprachen. Dazu gehört die jüdische Sprache und auch die arabische Sprache. Es war früher einfach die Trennung von den semitischen Sprachen, also von den Sprachen, die ich gerade aufgezählt, habe, zu den indogermanischen Sprachen. Also die Trennung unterschiedlicher Sprachströmungen. Erst mit der Zeit, in den letzten 100 Jahren, ist es leider ein sehr politisch feindliches Wort geworden, bezogen auf Israel und auf die Juden. Und für diejenigen, die vielleicht jetzt gerade sagen, oh, ich komme da gar nicht mit, ich lese euch mal ganz kurz die Definition vor. Ich habe sie auch mal aufgeschrieben, damit es auch simpel und unkompliziert rüberkommt. Wörtlich genommen bedeutet der Begriff eine Ablehnung einer Gruppe von Sprachen, die als semitisch bezeichnet wird. Auch die arabische Sprache umfasst dieses.
Tatsächlich aber ist Antisemitismus Feindschaft gegen Juden als Juden und damit die bisweilen tödliche Ablehnung von Menschen einer bestimmten Religion. Semiten sind keine ethnische Gruppe, sondern die Gemeinschaft aller, die eine der vielen semitischen Sprachen sprechen. Dazu gehören Juden, ebenso wie Araber oder Äthiopier. From the river to the sea, Palestine will be free. Ist definitiv ein Satz, den auch ihr auf einem der Demos in Deutschland oder auch weltweit gehört habt. Aber der Punkt ist, woher kommt eigentlich dieser Satz und ist dieser Satz wirklich komplett in dem Kontext zu sehen? From the river to the sea ist das erste Mal in den 1960ern gehört worden. Und zwar ist es ein Teil der Hymne der PLO, also der Agenda der PLO. Und die PLO ist die Befreiungsorganisation der Palästinenser gewesen. Das heißt, das war der erste Aufstand, der begann in den 60ern. Und in deren Agenda stand das erste Mal From the river to the sea. Das ist eigentlich der Ursprung. Mit diesem Satz hat alles angefangen. Die vollständige Parole From the river to the sea, Palestine will be free, gilt auf Anspielung vom Fluss Jordan, der den Osten Israels im Norden begrenzt, und dem Mittelmeer im Westen, also Ost-West. Die Verwendung dieses Logos ist umstritten, aber im Gegenstand unterschiedlicher Interpretationen wird es aber auf unterschiedlichen Ebenen genutzt. Dadurch aber, dass die PLO vor allem in den letzten Jahren durch die Hamas sehr stark geschwächt wurde, hat sich dieser Satz noch einmal bekräftigt, hat eine Eigendynamik bekommen und daraus ist dann, vor allem durch die Bewegung in den 90ern, wurde dann der Satz From the river to the sea, Palestine will be free. Und damit ist diese Ost-West-Komponente gemeint, wo ja viele Israeliten sagen, damit ist die komplette Auslöschung gemeint. So ist es auch wirklich. Also dieser Satz gibt eigentlich dem Staat Israel gar keine Möglichkeit zu existieren. Deshalb sieht die israelitische Seite diesen Satz eher kritisch. Aber es gibt da auch die andere Seite der Medaille. Wusstet ihr, dass 1977 die Likud-Partei, also die national-liberale Partei Israels, From the river to the sea, auch auf seine Agenda gesetzt hat? Damit ist eigentlich Groß-Israel gemeint. Kein Platz für Westjordanland und kein Platz für Gaza. Das war's mit diesem Video. Ein kurzer Ausflug zu zwei schwierigen Begrifflichkeiten wie Antisemitismus und From the river to the sea. Und außerdem auch noch meine persönliche Sichtweise zum Nahostkonflikt. Meine lieben Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch und schreibt mal in die Kommentare, was sind eure Themen, was bewegt euch und worüber sollen wir nochmal berichten. Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal, präsentierte Ihnen das Interview.